Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu Herr lernt Lights. Eigentlich haben wir jetzt alle Lights durch, bis auf die zwei Radpanzer auf Tier 9 und Tier 10, wo ich aber ehrlicherweise keine richtige Lust habe. Bevor wir in vielleicht ein neues Videoprojekt einsteigen, werde ich heute nochmal einer meiner Lieblings-Lights fahren, nämlich in T71DA. Tier 7 Light bei den Amerikanern, den gibt es auch als CMCD, da ist es ein Einzelschusspanzer, das hier ist der Autoloader, die sind relativ ähnlich, der rein von der Kanone her, also Genauigkeit bzw. Durchschlagsleistung, so ist es richtig, Durchschlagsleistung sind die identisch, gleiche Munitionstypen, Genauigkeit ist der hier ein Ticken schlechter, auch beim Gunhandling, aber dafür halt den Autoloader. Und von der Mobilität sind sie sich auch recht ähnlich. Der hat ein etwas besseres Leistungsgewicht hier, hat ein bisschen weniger Gun Depression, aber dafür einen besseren Turnwert. So, und jetzt gehen wir erstmal auf. Hat der Type 64 auch noch geschafft, uns zu spotten. Ja, da kommt Schüsse vom Burask vielleicht. Ein bisschen Spot haben wir abgesahnt hier. Natürlich, der gegnerische Burask ist ein Problem. Wir sind immer noch offen. Der Type 64 ist aber raus. Das ist gut. Was nicht so gut ist, dass wieder niemand in die Stadt fahren will. Da ist der Burask. Komme ich ja von hier aus ran? Komme ich von hier aus? Nope. Aber Mr. Burask ist raus. So, jetzt haben wir dort noch ein bisschen was zum Snipern. Wir sehen, also wir brauchen ein bisschen Einzielzeit. Kommen wir an die Arti. Wie ist die Arti überhaupt aufgegangen? So, da haben wir noch was. Pilot. Okay, wir gehen mal in Reload. Und beschränken uns mal ein bisschen aufs Spotting. Da irgendwo steht noch ein Light. Der stand... Wo stand der denn? Irgendwo da. Aber der Kollege scheint... Der steht noch da, okay. Gut. Dann, so, mal gucken, dass wir überhaupt noch an irgendwas spotting-technisch rankommen. Ach, guck mal, Jagdpanzer 4 machen wir da auf. Da gibt's auch... Hä, da gibt's Damage drauf, aber das ist da wieder nicht mein Spot. Der Skoda dort ist natürlich... ein klitzekleines Problem. Aber der geht auch raus. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir hier... Kommen wir an die Arti? Ne, aber an ihn kommen wir. Müssen wir ein bisschen gucken, wo wir durchschlagen können. Ah, da geht immer der Schuss auf die Oberwanne. Turm funktioniert. Kette. Oh, und dann... Der Killshot macht es dann wieder nicht. So, aber den Panther versuchen wir nochmal aufzukriegen. Auf der anderen Seite sind sie schon durch. Da ist er. Er geht raus. Das war auch mein Spot. Sehr gut. So, Pilot. Ah, da haben wir einen grünen Penmarker. Also wir... Boah, wir sehen schon, die Kanone ist auch auf große Distanz durchaus zuverlässig. Aber natürlich so eine schnell gespielte Runde hier ist dann... Oh, hallo Hellcat. Komme ich aber nicht ran. Die andere M44... Ach nee, die M44 ist tatsächlich durch das ganze Rallye durchgefahren. Ich hätte jetzt fast gedacht, das sind zwei M44er. Aber nein. Die ist tatsächlich durchgefahren. So, ich könnte jetzt mitfahren. Ich stelle mich jetzt hier in den Cap. Ehe ich da bin, ist der TS5 und der AT15E raus. Keine 4 Minuten hat es gedauert. 13 zu 4 steht, 7700 Hitpoints Vorsprung. Das sind natürlich, abgesehen von der Map, die so okay ist, ist eher so die Runde hier natürlich nichts, wo man wirklich gut was machen kann, weil man ja so krass hinterher sein muss. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man in so einer Runde meistens irgendwo im Mittelfeld oder hinten dran, weil man den Anschluss verloren hat. Wir gucken kurz auf die Auswertung und fahren natürlich gleich noch eine zweite Runde. Kann ich euch auch zeigen, was ich denn eingebaut habe. Ich fahre im Moment mit relativ gutem Equipment, Lüftung im ersten Slot.
Die erbeutete Optik, Erbeute des Abgassystems und Optikdirektiven und die Cola liegt einfach daran, dass ich ihn aktuell gerne auf die zweite Gunmark bringen will. Müsste jetzt aktuell so bei 78-79% liegen. Das war jetzt hier mit 750 Damage und 955 Support nicht die glorreichste Runde. Da geht natürlich viel, viel mehr. Und das werden wir jetzt gleich im zweiten Gefecht versuchen. Muruvanka in der zweiten Runde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt so gewisse Karten. Auch im Arti-Alltag und hier bei O'Hare Learned Lights, die sehen wir überdurchschnittlich oft. Und dazu gehört unter anderem Muruvanka. Also wir haben in der Videoreihe auf jeden Fall des Öfteren diese Karte gesehen. Und ich versuche wie immer meinen Standardspot erstmal hier anzufahren. Jetzt natürlich die Frage, was der LP macht. Der BZ-176 ist auf unserer Seite. Das finde ich erstmal ganz gut. Wir haben aber auch festgestellt, dass hier auf dieser Map, gerade wenn man dann den Wald vielleicht verliert, man auf der anderen Seite zum Beispiel kaum irgendwas groß machen kann. Also es geht schon viel, also als Light jedenfalls, über die Flanke hier. So, macht er uns auf. Ja, schade. Er macht uns auf. LP frisst, der Borask aber auch. Kommen wir an die... Naja, gut, die Super Hackett bekommen wir nicht nochmal auf. Da fährt ein Light durch. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Aber ich glaube, der wird nicht das... Ja, genau. Der wird nicht unser Problem sein. Problem ist eher... Mr. Borask. Der anscheinend aber... weggefahren ist. Der Pluschetto und der LP machen da auch nichts auf. Das finde ich jetzt spannend. Ach, guck mal da. Das ist natürlich jetzt eine schöne Position hier. Aha, er macht uns da noch auf. Spannend. Gut, aber da haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Das war gut. Alpha pro Granate 150. Und insgesamt, wenn wir den Clip komplett rauskriegen, sind es 900 Damage potenziell, die uns da zur Verfügung stehen. So, der Borask fährt weg. Und es ist APCR. Ist auch ganz nett. Fluggeschwindigkeiten 1200 Meter. Das ist natürlich auch ziemlich nice. So, Mr. Push. Schade. Na gut, das war... halb eingezielt und den, ja, den Schuss brauchen wir nicht nehmen. Okay, gut. Jetzt haben wir eine Granate raus. Isu. Kriegen wir den Kill und wir sehen schon, ich gehe nochmal in Reload, was dieser Clip leisten kann und was vor allen Dingen auch diese Kanone leisten kann, obwohl sie nicht unbedingt die mega präziseste. Also die, das Gun-Handling, auch die Genauigkeit und die Einzelzeit vom Einzellader, die ist halt besser. Wir sind offen durch. Oh nein. Houston, wir haben ein Problem. Ich versuche erstmal hier wegzukommen. Ja. Habe ich jetzt ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass da noch ein TD steht. Das ist keine untypische Position. Aber... gut, beim Stand von 7 zu 1. Es ist halt keine, insofern keine schlaue Position, wenn man weiß, hier kommen gleich 4, 5 Gegner. Dann sollte man da sich vielleicht zeitig davon verdrücken. Aber sei es drum. Das ist nicht unser Problem. Der steht hinterm Haus. Wirklich viel Spot haben wir noch nicht gesammelt hier in der Runde. So, CS. Ja, ist natürlich blöd. Jetzt fährt er zurück. Wenn ich jetzt schieße, gehe ich auf. Ja, komm, schieß auf ihn. Ja, du sollst auf ihn schießen, du Blödmann! Oh, hallo! Checkst du es noch? Dann machen wir das halt so. Also wirklich, manche sind nicht die hellste Tortenkerze.
So. Das lade ich nicht nochmal nach, sonst kriegen wir, glaube ich, nämlich nichts mehr ab. Er hätte ja auch einfach gucken können, auf den CS zu kommen, aber er will halt unbedingt durchfahren. So, Superhellcat interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert die Artillerie. Nice. Und bisschen mehr Damage. Nicht ganz so viel Spotting wie in der ersten Runde, aber auch hier wieder 15 zu 2. Das Spiel mag mich anscheinend heute. Rein vom kombinierten Damage ist das jetzt natürlich so eine Runde. Es ist okay, das nimmt man irgendwie mit. Das sind natürlich jetzt nicht die bombastischsten Runden. Ihr müsst halt wissen, das ist immer live aufgenommen hier, Oherland Lights. Also keine Replays oder so, wo ich jetzt irgendwie 25 Runden fahre, um die beste dann rausnehme. Es ist okay, ne? Insgesamt sind es jetzt 1700 roundabout kombinierter Damage. Ich gucke jetzt gerade mal, vorhin war ich irgendwo bei 78% bei der Gunmark. Ich glaube, man braucht aber deutlich mehr. Ja, es ist im Grunde gleich geblieben. Da müssen halt mal ein paar Runden rumkommen, wo man dann irgendwie 2500, 3000 kombiniert hat. Dann geht auch die Gunmark nach oben. Ich finde aber, mit dem ist es durchaus machbar, durchaus spielbar. Der macht wirklich Spaß. Und auch wenn jetzt viele sagen, ja, Tier 7 ist eigentlich total blöd für Lights O'Hare, weil ab Tier 8 können die das Kommandantensichtsystem einsetzen. Das heißt, du hast potenziell dann 2 Tierstufen über dir mit leichten Panzern im blödesten Matchmaking, die halt das Kommandantensichtsystem haben. Das stimme ich komplett zu, das widerspreche ich auch nicht. Trotzdem ist komischerweise, gerade diese T-71er, also der DA und der CMCD, die machen mir beide sehr viel Spaß. Also die bieten eine gute Kombination aus Eigenschaften, Statistiken, die sie haben, womit ich ganz gut klarkomme. Und Tier 7 ist eine Stufe für mich als Anfängerleitfahrer, bei der ich auch irgendwie doch dann immer noch ganz gut klarkomme. Weil ich auch gefühlt sagen würde, das Matchmaking ist irgendwie okay. Aber das ist halt nur gefühlt. Ich kann das nicht beweisen mit irgendwelchen harten Fakten. Mir macht es auf jeden Fall auf Tier 7 immer wieder Spaß zu fahren. Ihr könnt mir gerne mal euer Feedback da lassen. Es gab Hinweise und auch Wünsche, was für eine Folgevideoreihe kommen kann nach O'Hare Learned Lights. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Gemonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen, PG Franz, Rohrblitz, Jan VG, Tim und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.